Herzlich willkommen. Heute möchte ich nicht irgendeinen Mathe-Trick vorstellen, sondern den Mathe-Trick. Der Mathe-Trick, der dafür verantwortlich sein wird, dass jeder Taschenrechner der Welt in Rente gehen kann. Der Mathe-Trick, der der Grund dafür sein wird, dass jede Mathe Spaß macht. Der Mathe-Trick, der... Ach, schaut ihn euch einfach an. Es geht darum, wie so oft, zwei Zahlen zu multiplizieren. Nehmen wir 12 mal 17. Vom Prinzip her eine lösbare Aufgabe. Aber mit unserem Mathe-Trick wird das Ganze noch erheblich einfacher. Die kleinere Zahl wird immer nach oben geschrieben, dann machen wir einen etwas längeren Strich, die größere Zahl nach unten. Nun wird die obere Zahl immer wieder halbiert und die untere immer wieder verdoppelt. Also 12 geteilt durch 2 wären dann 6, dann 3. Die 3 können wir nicht mehr durch 2 teilen, entscheiden uns dann immer für die kleinere Zahl. Also 3 geteilt durch 2 wären eigentlich 1,5 und dann runden wir quasi ab und hätten nur noch die 1 und schreiben diese hin. Hier unten wird es wie gesagt verdoppelt, dann hätten wir hier die 34, die 68 und dann 136. Nun schauen wir in der oberen Reihe nach allen geraden Zahlen, wie zum Beispiel hier die 12, und streichen die komplette Spalte. Also diese hier und diese hier. Nun müssen wir nur noch diese unteren Zahlen, die übrig bleiben, addieren. In unserem Fall die 136 plus die 68. Und als Ergebnis hätten wir dann 4. So, das Ergebnis wäre 204. Ist doch ganz schön schlau, oder nicht? So, nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Und zwar 18 mal 23. Also die kleinere Zahl schreiben wir wieder nach oben, die größere nach unten. Oben wird wieder halbiert. So, an der Stelle geht es wieder nicht durch 2, dann das Ergebnis wäre 4,5, also entscheiden wir uns für die 4. 2 und die 1. Unten wird wieder verdoppelt. 46, 92, 184. Und 368. Jetzt wieder Ausschau halten nach den geraden Zahlen, wie zum Beispiel 18, 4 und die 2. Und nur noch die unteren Zahlen addieren. Also 368 plus 46, 4, 1, 4. So, das Ergebnis 400. 14. Und noch ein letztes Beispiel mit größeren Zahlen. Die kleinere Zahl nach unten, die größere nach oben. So, oben wie gesagt halbieren. 16, 8, 4, 2 und 1 und unten immer wieder verdoppeln. 82, 164, 328, 656 und zum Schluss 1312. Alle Zahlen unter den Geraden auch streichen. Und das Ergebnis wäre dann 1312. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist ein sehr schöner Mathe-Trick. Vielleicht weiß der ein oder andere, wie er funktioniert. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen in den Kommentaren darüber spekuliert. Viel Spaß beim Nachrechnen.